So, gehen wir mal der Dame die Bananen holen. Bändel Nummer 1 jetzt drin. Und wir holen die nächste Bananenstaude. Damit die Dame glücklicher wird. Wie Palmina. Und das letzte Bündel. Und da kriegen wir blaue Münz. Nummer 3. Dün, dün, dün. Danke, Schatzi. Gerne. So. Über diesen Tunnel da gelangen wir zu einer Insel. Mit der letzten Dame mit Korb. Sie möchte 3 grüne Kokosnüsse haben. Hülü, bist du gegen ein grünes Entgelt, aber ich möchte, dass du mir Obst bringst. Ich bin mir gelistet nach 3. Jo. Hab ich ja gesagt, 3 Kokosnüsse. Bleib liegen! Ja. Gibt es Kokosnuss-Experten unter meinen Zuschauern? Ja, sind die im Anfangsstadium grün? Denn ich kenne Kokosnuss als hart, außen braun, innen weiß. Warum sind die hier grün? So. So, das war's. So, in dem Tunnelsystem gibt es noch 3 blaue Münzen. Hier ist eine davon. Das müssen wir hier links abbiegen. Und jetzt hoch. Jetzt haben wir uns weg. Oh, Kamera verschoben. Oh, das bin ich falsch, oder? Ja. Definitiv falsch. Jetzt müssen wir richtig sein. Rechtzeitig springen, sonst stößt die Schmale den Kopf. So, die zweite tunnelblaue Münze ist da vorne. Vor dem Kistenspiel da. Oh, jetzt bin ich falsch, oder? So. Und die letzte ist voller der Eingang zur blauen Münze ist bei der Palma Statue. Also nochmal hier raus. Reicht, reicht, reicht! Ja! Wunderbar! So soll es auch sein. Mit Schampfattacke. So. Müsste da hinten irgendwo sein. Ja. So, jetzt reinigen wir mal die Palma-Statue. Da ist ja so ein rotes X gezeichnet. So. So. Jetzt müssen wir schnell sein, denn die verschwindet. Aber keine Angst, die kann man wieder herbei
spülen. So, blaue Münze Nummer 10. Und ist wieder dorthin. Mann. War knapp. So, die nächsten drei Münzen. Oh, wie es ausscheint, kommen wir schon diesen Part zu Mont Bianco. Geil. Jetzt weg mit dem Van und her mit der blauen Münze. So, über die Sonnenschirme gelangen wir wieder aufs Dach. Oh. Jetzt aber. Hier ist noch ein M. Komm, ich mache jetzt erstmal hier diesen blauen Vogel. Da ist er. Feuerfrei! Oh, der ist schon fertig. So. Jetzt kümmere ich mich mal um das letzte M hier. Ah, komm. Na. Ja. Gut. So, da hinten bei der Kiste ist noch das letzte M. Da müssen wir noch mal einen Vogel killen. Blau. Fäng dich an, Mario. Gib alles mit deinem Dreck weg. Ja. Gut so. So, wo ist denn der? Da! Feuer frei! Mensch, ich meine, Wasser im Arsch! Wasser im Arsch! Stimmt, Mario hat Wasser am Arsch. Beziehungsweise darüber, am Rücken. Oh, der hat sich geopfert für den blauen Vogel. Endlich! So, speichern. Und jetzt ab zu Mont Bianco. Auf zum ersten Urlaubsziel. Mont Bianco, Kapitel 1. Fahrt zur großen Mühle. Da ist das Dreckschwein. Aber bevor ich mich jetzt um die Insignie kümmere, sammle ich erstmal die blaue Münze in Kapitel 1. Also in jedem Urlaubsziel gibt es 11 Insignien. 8 normale, 2 Bonus-Insignien und eine 100-Münzen-Insignie. Die Bonus-Insignien bekommen wir hier in Kapitel 3 und Kapitel 6. Die 100-Münzen-Insignie habe ich meistens in Kapitel 8. Das gucken wir, dass wir erstmal so weit kommen. So, hier hoch mit der Schwebedüse. Denn im zweiten Fenster ist die blaue Münze. So, das versuche ich mal hier rüber. Da hinten an dem Mühlenrad, wenn man das mit Wasser zur Rotation kriegt. Ah, gut. Oh, nicht gut. So, müssen wir nochmal hoch. Mario ist so filigran. Oh, das ist so dick ist. Oh, das war aber knapp.
So, die nächste. Das rote X da. Das ist jetzt Dorn im Auge. Komm, streng dich an, Mario. Komm etwas weiter links. Ha, schon besser. Schnell rüber. 20. So. Wegspritze und jetzt aber ganz schnell Wandsprung. Mann, es rutscht ja da ab. Scheiße, verflogen. Mann, ist es die weg. Da haben wir unseren ersten Fail. Unser ersten Mini-Fail. So, das probiere ich schon von da aus zu treffen. Ah, funktioniert auch. Cool, gut zu wissen. Dieser Mario Morgana ist wirklich ein Schmierfink. So, hier mal das M wegspritzen. So, die nächste. Die kriegen wir. Die nächsten zwei gehen wir hinten an dem Haus. Das ist halt ein Bogengebäude da. Kriegen wir ohne Ego-Perspektive hin. So, jetzt hier hoch mit der Schwebedüse. Wie es ausschaut, brauchen wir gleich ein bisschen Wasser. So, oh, da ist ja auch noch ein. Stimmt! Kriege ich das noch weggespritzt? Aber jetzt höre ich erstmal das da hinten, die blaue Minze. Ha, passt wie die Faust aufs Auge. Ah. So werden wir jetzt nicht hilflos. Weg mit dem M. So, es gibt es hier noch ein M in Kapitel 1. Nämlich an der Mühle. Über das Wasserrad. Gehen wir jetzt auf die andere Seite. Und spritzen uns hier. Wo ich gehe über die Springseile. So. So, eins, zwei und drei! Oh. Schön alles sauber machen. Nicht alles. Das meiste verschwindet, wenn man ihn sieht hier. Oh. Gott. Komm weiter. Oh, auf diese Ranke muss man sehr aufpassen. Die verschwinden gleich nach Kapitel 2. So. Und die letzte Münze in Kapitel 1 kriegen wir hier unten im Wasser. Ah, die habe ich schon mal in Super Mario 64 gesehen, in Atlantis Aquaria. So! Jetzt kümmern wir uns um die Ursache der Verschmutzung, ja. Genau wie auf Pista Delfino oder der Verschwindungsgrund, der Palma-Statue, dem Bootshaus und des Leuchtturms ist eine Schleim-Piranha-Pflanze. Mann, hier wird man von hinten angegriffen.
brauchst du auch noch einen Treffer und dann war's das. Yay! Bravissimo! So, dann starten wir doch gleich mal Kapitel 2. Wenn Mario geprüft hat, dass die Frisur sitzt. Jupp, finde ich auch. Kapitel 2. Nieder mit Mutant Tyrannia. Dieses Ding da ist gemeint. Es scheint zur Gattung der Piranha-Pflanzen zu gehören. Hier kriegen wir lediglich eine blaue Münze beim Aufstieg zur Mühle. Also gehen wir hier durch. Ich. Seht ihr, zu viel Wasser ist auch ungesund. Da oben thront er noch. Keine Sorge, Dreck weg, ich kenne mich hier aus. Früher als kleiner, das jüngere. Oh, jetzt komme ich nicht da hin oder was? Mann! So, jetzt riskiere ich es einfach. So. Früher habe ich den immer, weil ich den Namen nicht aussprechen kann, Mutant Tyrannia, habe ich den Spitznamen immer Krautsalat gegeben. Warum Krautsalat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er da den Spitznamen weggehabt bei mir. Aber dank des Internets kann ich ein bisschen lernen, wie der Name da ausgesprochen wird. So. So, komm, ich zeig's dir. Ich spreche dich aber erstmal an mit Ultraschall. Das hat zur Folge, dass das Dach der Mühle einstürzt. Und jetzt, herzlich willkommen zu unserem ersten richtigen Bosskampf. Oh. Erstmal hier alles sauber machen, dass hier diese Schleimblasen nicht mehr entstehen können. So, aufpassen, wenn das Maul ist, vielleicht aufmachen, dass er nicht wieder kotzt. Und schön mit Wasser abfüllen. Und schlucken. Schluck es runter. So. Und jetzt den Bauchnabel mit Stampfattacken bearbeiten. Und schon ist hier das Wasser aus dem Körper raus. So, hat sich frisch gemacht. Nicht nötig, sie ist eh gleich herrlich. So. Komm, mach's Maul auf. Aber nicht kotzen. Schlucken, schluck es runter. Jawoll. Brauchst dich nicht frisch zu machen. Du bist gleich hinüber. Komm, mach's Maul auf. Schnell! Und schluck es runter. So, das war's. Und da geht Mutant Tyrannia dahin. Was eine Sauerei. Zum Glück verschwindet die wieder.
Da hier ist Insignie Nummer 9. Bravissimo! So, Kapitel 3. Das Geheimnis der Hügelhöhle. Hier bekommen wir auch die Bonusinsignie, aber zuerst mal diese Aufgabe. Jetzt kriegen wir, jetzt holen wir erstmal 3 blaue Münzen. Oh, hier ist kein Trick mehr, seht ihr's? Aua! Voll abgeschissen hier! Komm, kümmere dich nicht drum. Achtung, den müssen wir sauber machen. Und als Dankeschön kriegen wir eine blaue Münze. Nummer 30! Damit gibt es nur noch 210 in diesem Spiel. Das nur noch liegt bei Erodisch. Ja. So. Sieht ja ganz gut aus. Hätte ich nicht gedacht, dass ich in 2 Parts schon so weit komme. Jetzt kann ich mal gucken, wie lange ich wirklich für dieses Spiel da brauche. Wer mir zu Beginn des Projekts gerade schon 2 Parts aufgrund der vielen Sequenzen schon 10 Insignien kriegen kann. Komm, lande darauf. Jawohl. Und jetzt können wir schön zu dem Pfahl mit der blauen Münze da. Ah, genau getroffen. Da ist auch Maßarbeit. So, am besten lassen wir uns hier runterstürzen. Und gehen über diese Seile zur Hügelhöhle. Diese Aufgabe müssen wir jetzt ohne Trickweg bewältigen. Wenn man gut ist und aufpasst, kann man das auch. Man muss sich halt nur ein bisschen mehr anstrengen und konzentrieren. So, schauen wir mal dies. Mal bis es runter geht und dann rüber. Stehen bleiben. Eine Kamera orientiert und jetzt rüber. Ich nehme dann mal das da. Jawohl. So, jetzt müssen wir hier auf diese Würfel aufpassen, denn die. Sorry, ich konnte nicht widerstehen. So, haben wir es ja gleich. Und rüber. So, dieses One-Up pull ich mit. Unser erstes. Und hier haben wir unsere 10. Insignie der Sonne. Damit gibt es noch 110 im Spiel zu finden. Und jetzt viel Spaß bei folgendem Film. Achso, erstmal nur die Ankündigung, dass was passiert ist. Es passiert etwas, was üblich ist für die Mario-Serie. Die Peach ist weg.
entführt von unserem Doppelgänger. Hat der ein Lappe? Schon mal eine Schere. Ich kürz dir die mal. Da gibt ja Yoshi neidisch. That is Pina Island. The villain's secret hideout must be there. Und da genau fliegen wir jetzt hin. Denn dort will ich jetzt bis zu Kapitel 4 arbeiten. Denn dann kriegen wir Yoshi. Und dann können wir schön alles drei nach fertigstellen. Paco Fortuna, Kapitel 1, der Auftritt von Robo Bowser. So, diese Sequenz erfolgt bei allen 8 Kapiteln. Die will ich dann überspringen. Außer wenn man in den Park geht. So, erstmal diese Feuerhusteln. Au! Mach das noch einmal. Aber dafür kriegst du keine Chance mehr. Oh. Und Arschtritt. Hoho. Geil. So, hier irgendwo ist ein blaues Insignien-Symbol. Schön suchen. Hier irgendwo ist es. Ah, Schabs. Da irgendwo. Ah, da ist es. So, mit schön freilegen. So. Und hier ist noch eins. Oh, da ist es. Kriege ich das jetzt nicht freigelegt, weil ich draußen stehe? Wenn ich was treffe, höre ich. Ah, da kommt's. Ich hab drauf gestanden. So, würde ich sagen, gehen wir mal in den Park. Verfolgen wir mal Mario Morgana. Weil dass wir seine unglaublichen Geschichten erst morgen hören, ist ja klar. Jawohl. Das ist ein Elektro-Cooper. Weil ich nicht so glaube. Er hat zwar einen Panzer, aber sieht nicht aus wie ein Cooper. So, hier muss noch irgendwo ein blauer Vogel rumschwirren. Wo ist er? Da ist ein grüner. Da ist ein Schatten von einem Vogel. Man darf ihn nur nicht außerhalb von den Palmen da erwischen. Weil dann, wenn ich die Münze beholen will... Da ist er! Ich habe ihn getroffen. Na komm, da! Wo ist er denn jetzt? Bei uns ist erst Kirmes im November. Mann! Der ist aber auch flink, dieser Vogel. Anders wie die beiden auf Piazza Delfino. Sollen wir anders schon postieren. Da ist er noch! Schieß! Schieß! Was das Zeug hält! 2 Treffer hat er gekriegt. Da, links! Feuer! Er darf nicht sterben außerhalb des Bereichs hier. Kann es passieren, dass Mario stirbt, weil er die Grenze des Levels verlässt. Der Welt. Des Reisenziels. Komm, setz dich doch mal hin. Mann. Das ist jetzt ein bisschen ungeschickt von mir. So. Mann, ich will den Part nicht spenden, bevor ich diesen Vogel habe. Oder dessen Inhalt. Ah, das sitzt, das sitzt, das sitzt. Ranpirschen, 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 ganz ordentlich ranpirschen. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sobald ich die blaue Münze von diesem Vogel habe,
ist der Part zu Ende. Ich hoffe, er hat genauso euch gefallen. Und dann hören wir uns, sehen wir uns die unglaublichste Geschichte der Mario-Serie an. Ich kann es einfach nicht fassen, was wir da hören werden. Also bis dann. Bis morgen. Tschüss.